Ja, und damit willkommen zurück zu einem etwas früheren Zwischenstand, nachdem wir in der letzten Folge erbärmlichst getötet wurden. Und zwar sehr erbärmlichst. Ja, ich muss lügen, wie der letzte Spielstand war. Ich habe auf jeden Fall den Walk-Angriff jetzt schon gemacht. Ich habe auch schon so 5 Minuten weitergespielt. Und ich glaube, der Labortisch wurde auch noch nicht gebaut. In der Zwischenzeit. Und ja, sonst ist aber nichts passiert. Also wie gesagt, Labortisch habe ich gebaut. Die Felder ein bisschen weiter und ja, den Borg-Angriff und hier so ein, zwei Sachen habe ich auch noch getötet. Gut, dann fangen wir auf jeden Fall erstmal mit Forschung an. Mal passive Kühlung. Da brauche ich angeblich keinen Strom dafür. Ja, wird aber auch nicht erklärt, wie man sonst kühlt. Lassen wir uns mal überraschen. Dann werde ich auf jeden Fall diese Tür einsetzen, damit wir hinten an Stahl kommen. Und was wollte ich noch machen? Ach genau, ich wollte den Essraum jetzt wieder bauen. Dazu brauchen wir allerdings auch wieder verdammt viel. Ey, komm. Wir reißen das Scheißding hier auch ab. Wir bauen alles aus Stahl. Ah, 60 Holz. Es ist so übertrieben. Beziehungsweise 60 Stahl für den Stuhl. Ich brauche für, mal so als Vergleich, für einen Generator brauche ich 100 Stahl. Also zwei Stühle ergeben über einen Generator. Also ist ja einfach vom Verhältnis her so unglaublich und so unrealistisch. Aber okay, ja, beschweren wir uns nicht. Dann habe ich mir noch überlegt, wir reißen das hier ab. Weil der verbraucht auch unmenschlich viel Holz. Hier bei der Nahrungsmittelvergiftung. Ah, ist okay. Und bauen uns den elektrischen Herd hier hin. Wir bauen das mal hier durch die Küche. So, zack. Bauen gleich hier hin. Und bauen uns den strombetriebenen Herd. Oder den elektrischen Herd. Weil, ja, der wird wie gesagt einfach nicht neu installieren. Kann ich das alles abbrechen? Und abreißen bitte. So, jetzt. Und wir brauchen natürlich auch noch ein Möbelstückchen. Ach komm, wir bauen einfach den Holztisch hin. Was soll's. So, wo ist denn Typ? Typ baut hier die Stühle, okay. Kralle ist noch am Erdbeer machen. Ach ja, genau. Wir machen erstmal Feldarbeit wieder runter. Und Kralle reißt den Herd ab. Dass wir jetzt endlich Platz haben für den elektrischen Herd. Okay, sehr schön. So, dann bauen wir den gleich hin. Der verbraucht auch nicht wirklich viel mehr Stahl. So, okay. Du arbeitest jetzt definitiv erstmal am Herd. Stahl und Bauteile wahrscheinlich. Ja, zwei Bauteile, aber da haben wir noch 18 davon. Alles gut. So, Typ. Baut mir bitte erstmal die Tür. Nimm doch bitte den Stahl, den du gerade in der Hand hattest. Nein, er läuft natürlich wieder nach unten. Na gut. Muss er selber wissen. Jetzt wird er wahrscheinlich auch zu viel Stahl dabei haben. So, Sonnenfinsternis ist vorbei. Sehr gut. Und natürlich hat er zu viel Stahl. Ach Mensch. So. 230 Stahl haben wir noch im Lager. Jetzt 234. Hier oben liegt auch nochmal 25 mal Stahl rum. Kio hat eine Nahrungsmittelvergiftung. Okay. Kralle macht hier weiter die Schlachterei. Wird bereits von Typ benutzt. Wird bereits von Typ benutzt. Okay, Typ macht jetzt hier anscheinend alle Stromkabel, ja. Okay, sehr gut. So, Kralle. Ja, du. Was ist das denn hier? Achso, er wollte den Tisch da gerade hinstellen. Okay. Ah, ihr müsst mir erstmal bitte hier die Stromversorgung bauen. Weil sonst wird das hier nichts mit Kochen.
So. Jawohl, okay, sehr geil. Dann können wir auch wieder kochen und zwar nur noch die Aufgaben zuweisen. Einfache Mahlzeit, bis wir wieder genau 10 Stück haben. Sehr gut. Essen haben wir aber eigentlich erstmal genug drin. Okay, Tisch konnte nicht gebaut werden. Wow, wir haben so viel zu tun. Wir haben wirklich so viel zu tun. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ja, am liebsten wäre mir eigentlich noch so ein weiterer Kolonist, der halt auch alles kann, weil dann hätten wir drei, die hier wirklich mal ein bisschen malochen können. Weil wie gesagt, Amy und Kio, ja, die, denen ist nicht viel anzufangen. So, du, was hast du denn hier eigentlich? Achso, ja, zurückgewiesen, sehr schön. Heiß, leichte Schmerzen, fühle mich nicht gut, in der Hitze geschlafen, ohne Tisch gegessen, abscheuliches Schlafzimmer. Wow. Wo ist denn Valve? Okay, hier hinten. Gucken wir uns einfach mal kurz die Raumdings an. Abscheulich arm, etwas geräumig, hässlich. Okay. Möbel. Hey, komm. Das kriegst du am Blumentopf fast so auch schon. Ist am zweiten Blumentopf rein und. Ja, weiß ich nicht, hier ein Hocker oder sowas. Jetzt braucht er 15. Ah, ist okay. Ist okay. Dann machen wir ihm mal das Schlafzimmer ein bisschen hübscher. Dann hat er mal eine Sache weniger, über die er sich beschweren kann. So. Die müssen noch gebaut werden, die Stühle. Der Tisch, wo ist denn jetzt hingekommen? Der liegt jetzt im Lager, okay. So, Kraller. Hallo. So, stellen uns mal wieder den Tisch hin, damit wir auch wieder an dem Tisch essen können. Gut. Das hätten wir. Typ baut die Stühle. Allerdings auch extremst langsam. Okay, immerhin nochmal ein zweiter Stuhl. Okay, das bauen wir nicht. Ist mir jetzt erstmal egal, drei Stühle müssen reichen. Okay, Alpaka. Okay, wir haben auch nur noch einen Alpaka, der jetzt Snipples heißt. Nachdem es gehätschelt wurde. Okay. Also mit Kraller anscheinend wieder verbunden. Snipples. Snipples bringt uns ja hoffentlich auch bald mal ein bisschen Wolle. Na, 20%, okay, es dauert noch. Bis Sniffles hier durch ist. Er wird jetzt wahrscheinlich erstmal fressen. Okay, oder auch nicht. So, Kralle macht erstmal ein bisschen Nahrung wieder. Was haben wir denn jetzt? 7 gleich. Beziehungsweise hier liegt ja noch eins, also 8. So, 8. 9. Und dann das letzte 10. Dann sind wir wieder voll. Aber hier mit diesem Insektengelee können wir auch noch ein bisschen was kochen. Ganz okay. So, warum werden die nicht gesteckt? Ach, da kommt es auf die Zutaten noch drauf an. Okay. Je nachdem, welche Zutaten das hat, umso. Also müssen immer dieselben Zutaten sein, um sie zu stacken. Okay, krass. Och, ein Glück. Unsere Felder sind alle bewirtschaftet und Valve kann sich endlich mal darum kümmern, hier bisschen Steine zu kloppen. Jetzt haben wir jetzt 140. Ich hoffe, dass er es jetzt auch weitermacht. Ja, okay. Hat sich schon wieder erledigt. Was macht er jetzt? Er forscht. Nein, Valve. Du machst wirklich alles, aber bitte nicht forschen. Hier, mach mal wieder Steine klopfen. Weil wenn ich das hab, dann kann ich mir auch mal ein paar Böden in die Zimmer machen. Und ja, bin erstmal halbwegs zufrieden. Oder die Leute werden dann ein bisschen zufriedener. Hier nochmal einen Schlafplatz für ein Tier. Fürs Alpaka. Ja, ich bin auch noch mit dem Weg nicht ganz zufrieden. Weil dadurch, dass das Gras hier ist, ist halt die Laufgeschwindigkeit deutlich vermindert.
Laufgeschwindigkeit 87. Hier ist es allerdings auch 87. Aber mir kommt so ein bisschen vor, wegen dem hohen Gras, dass es halt wirklich nicht schnell vorangeht. So, weil wir das noch zu Ende klopfen und dann kann ich dich ins Bett gehen lassen. Jawohl, so. So, der Raum ist auch naja, ein bisschen schöner. Langweilig arm, etwas geräumig. So, da. Beschwert er sich darüber noch? Immer noch unter den Tisch gegessen. Ah, okay, immer dieses hässliche Zimmer ist weg. Oh, geräumiges Interieur. Okay, sehr gut. Er fühlt sich nicht gut. Was hat er denn? Ach, eine Bissnarbe und eine Kratznarbe. Okay. Na, das kann ich nicht ändern. Also die Kratznarbe am Fuß, das könnte ich machen. Da müsste ich ihm aber das Bein amputieren. Mann, ey, der ist gerade zurückgewiesen. Okay, ein Tag 15. Er fängt an zu verderben. okay. Aua, das tut weh. Ja, heiß. Ah, das müsste ich ja hier auch mal in Angriff nehmen. Dass ich die Zimmer hier runterkühle. Weil die schlafen jetzt, okay, momentan bei 32 Grad. Das ist sogar noch halbwegs okay. Allerdings haben wir es ja draußen auch nur 29. Da bräuchte ich allerdings erstmal wieder ein wenig mehr Stahl. Stahl haben wir nur 201. Und da müsste ich wirklich mal langsam auf die Solarenergie gehen. Okay, wir kloppen hier mal so ein bisschen was aus dem Felsen raus. So, Typ hat auch eine Nahrungsmittelvergiftung. Alter, das sehe ich alle vergiftet. An dem wunderschönen Essen, was ich euch hier zubereite. Okay, so, Valve. Okay, ist gerade erst aufgestanden. Truffo hat auch eine Lebensmittelvergiftung. Nee, einfache Mahlzeit. Nix gut, nix gut. Gucken, ob wir noch ein paar Tiere hier finden, die wir uns vielleicht mal nehmen können. Nee, hier ist nichts. Na, hier oben wird sowieso nichts mehr sein. Höchstens noch hier rechts. Da ist aber auch alles okay. Genau, ich hätte gerne nur noch ein weibliches Alpaka. Ist der tot, der Affe? Der ist tot. Den holen wir uns schnell. Was? Kein Lagerplatz? Wie kein Lagerplatz? Okay, er holt ihn aber. Ich glaube an Lagerplatz, also wenn es uns an einem nicht mangelt, dann ist es Lagerplatz. Da haben wir immer noch mehr als genug. So, weil beim Typ kloppen halt ein bisschen Stahl raus, das ist sehr schön. Weil dann kann ich mich auch gleich darum kümmern, jetzt hier endlich mal Solarenergie zu machen. Werde ich wahrscheinlich in der Folge nicht mehr schaffen. Aber in der nächsten Folge dann auf jeden Fall in Angriff nehmen. So, 140. Böden. Ah, das war Granit, glaube ich. Okay, könnte man sogar einen Raum schon mal mit Granitplatten ausstatten. Nee, was habe ich denn so viel? Granit? 140. Ach, okay, jetzt wird es gehen. Mache ich das? Na, erstmal nicht. Wir müssen erstmal ein bisschen Stahl kloppen. Ja, okay, Priorität Nummer 1 ist jetzt eindeutig die Solarenergie. So, da müssen wir hoffentlich jetzt erstmal durch sein. Und dann kümmern wir uns hier unten. Vorbereitung für Feuer? Wie? Feuer können sehr einfach eine ganze Kolonie niederbrennen. Um das zu verändern, musst du dich vorbereiten. Folgende Möglichkeiten hast du anstelle von einem riesigen Gebäude, baue einzelne Gebäude mit Platz dazwischen, benutze Materialien, die nicht so entzündlich sind, Holz ist beliebig schnell, aber auch sehr entzündlich, baue Brandsteine, um Waldbrände zu stoppen, einen Streifen Beton, 3 bis 4 Felder breit, stoppt ein kommendes Feuer. Ah, okay. Cool. Also wenn ich jetzt hier einfach alles... Ja, okay, es hätte uns ja auch in der letzten Folge nicht geholfen, weil genau hier der Blitz eingeschlagen ist. Also wir werden sowieso hops gegangen. Valve ist verwirrt. Wo ist er denn? Da hinten. Er wird wahrscheinlich jetzt alle Klamotten vom Leib reißen. Und da
dann irgendwann in gefühlten 12 Stunden wieder nicht mehr verwirrt sein. Es dauert immer ewig, bis diese Verwirrung aufgehoben ist. Gut, so, Strom, Solarenergie. Einmal hier. Und, ah! Bauen wir das bitte erst ab. Was denn jetzt? Okay, er geht pennen. Ach so, und Kralle baut jetzt erst die Solarenergie. Aber ist trotzdem abgebaut worden. Sehr schön. So, zwei sollten hoffentlich erstmal reichen. Dann brauche ich definitiv noch Batterien. Die würde ich gern hier hinten reinbauen. Struktur. Ne, eine Holz, eine Stahlwand. Bitte hier hin. Da kommt. Naja, eine Tür bräuchte man theoretisch auch, aber ist mir jetzt erstmal egal. Das kommt weg. Dann baue ich hier eine dritte Batterie hin. Und wir bauen gleich mal ein Stromkabel. Genau so. Und dann haben wir erstmal zumindest alles gebaut. Müssen wir dann nur noch nach unten verlegen. Also einmal hier durch die Gefangenenzelle hin zu unserer Küche. Und dann können wir den befeuerten Generator endlich abreißen. Und dann haben wir nichts mehr, was Holz verbraucht. Also die Herdstelle ist ja schon elektrisch. Der Generator würde dann wegfallen. Das ist gut. So, Kio sammelt den Stahl zusammen. Sehr schön. Das freut mich. Essen haben wir noch 6. Kleines bisschen Fleisch haben wir noch, aber da können wir uns kein Essen mehr draus machen. Okay, müssen wir uns jetzt doch nochmal ein paar Tiere schießen. Hunger, ja. Ich weiß. Wir haben alle Hunger. So, ja. Tut mir leid. Müssen uns Tiere schießen. Jagen ist roh. Zack. Passive Kühlung. Okay, sehr gut. Forschungsmenü. Dörrfleisch. Da können wir uns so ein bisschen Dörrfleisch machen. So, die jagen wir auch noch alle. Ein Wolf ist immer noch verwirrt. So, Amy wieder scharf. Sharpshooter-mäßig aus 500 Meter mit der Pistole. So, Valve. Kannst du dich jetzt noch bitte beruhigen? Ach ne, Amy hat ja bestimmt das Gewehr jetzt. Okay, Zusammenbruch, Trauer, Kio. Die Ursache, die das Fass zum Überlaufen gebracht hat, heiß. Okay, Kio ist auch verwirrt. Und wir haben eine Hitzewelle. Oh Mann, Alter. Oh. Es ist ziemlich schwer. Das, obwohl es mittel ist. Es ist doch arg schwierig, muss ich sagen. So, gerade brät uns noch Essen. Typ baut die zweite Solaranlage. Sehr gut. Ich hoffe, jetzt haben wir alle Materialien. Genau. Oh, es geht sogar relativ fix. Bin ich sogar überrascht. So, dann. Okay. Erstmal bitte einmal hier den Granit abbauen. Dann kann ich nämlich noch die weitere Batterie bauen. Okay. Ach, jetzt weiß ich auch wieder, warum ich eine Tür einbauen will. Weil ich gerne das Ganze überdacht haben möchte. Weil wenn es regnet, dann kann es passieren, dass uns die Batterien hochgehen. Das wäre natürlich ungünstig, ne? Würden wir erstens den ganzen Strom verlieren, den wir bis dahin gesammelt hätten, und es würde ein Feuer ausbrechen. Gut, wäre beim Regen nicht so tragisch, weil der Regen würde es ja wieder automatisch löschen, das Feuer. Aber ja, nichts riskieren und den guten teuren Strom, den wir zusammensammeln, auch behalten. So, Essen ist wieder voll auf 10, sehr schön. Achso, Hitzewelle muss ich übrigens mal gucken. Nicht, dass wir uns hier gleich alle abklappen. Erste Anzeichen ist noch, genau, unter 10%. Bei leicht müssen wir einfach nur aufpassen. Kyo hat kein Problem mit der Hitze bis jetzt, okay. Und Amy genauso wenig. So, Kralle ist weiter am Kochen. Konstruktion fehlgeschlagen, hervorragend.
So, eine steht schon mal, zwei stehen sogar schon. So, gut. Ich wundere es eigentlich, dass der Typ noch gar nicht müde ist. Der war die ganze Nacht verwirrt und wach. Aber er baut entspannt weiter. Aha, aha. Baut er erst die Tür wahrscheinlich. Ja. So, gerade ruht sich aus. Gerade baut bitte erstmal ganz schnell noch die Dinger. Weil dann können wir am nächsten Morgen schon mal anfangen. Jetzt baut er nur eine, das ist unglaublich. Unsere ersten Batterien zu laden. So, jetzt sind die Dinger verbunden und wir können am nächsten Morgen anfangen, unsere Sonnenenergie auch zu sammeln. So, meine Lieben, dann erstmal einmal Schluss für diese Folge. Bedanke mich fürs Zusehen und hoffentlich geht es in der nächsten Folge auch ein wenig entspannter voran. Und ich kriege meine Kolonisten mal wieder ein bisschen glücklicher. Also Kyo ist richtig am Boden, Valve ist ja auch die ganze Zeit schon richtig down. Ja, ich muss mal gucken, wie es denn weitergeht. Also vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao, tschüss.